was für Bonn gesprochen hat und was mir die Entscheidung sehr erleichtert hat, war, dass der Rektor und auch die Mitarbeiter des Rektors sich zuallererst überlegt haben, wie können sie es mir wissenschaftlich angenehm machen? Was ist denn wichtig für meine Forschung? Und das hat mir gezeigt, dass für den Rektor und auch für die Verwaltung und die Administration hier die Forschung und Lehre, also meine Arbeit im Vordergrund steht. Und das hat mich unglaublich von Bonn überzeugt. Semesteranfang. Nicht nur für zahlreiche Studierende waren es die ersten Vorlesungen, sondern auch für viele neue Professoren, die nach Bonn gezogen sind. Einfach gut ankommen ist nicht selbstverständlich. Neben den zahlreichen Umzugskartons braucht es auch ein paar Voraussetzungen und Hilfestellungen. Ich habe sehr gute Erfahrungen, was meine eigene Anstellung angeht oder was die Umzugskosten, die wurden für meine Mitarbeiter auch erstattet. Das ist sehr, sehr angenehm und hilfreich, weil gerade die Mitarbeiter haben nicht so viel Geld wie jetzt die Professoren. Und dann ist es wichtig, dass die ein bisschen unterstützt werden. Was mir besonders positiv aufgefallen ist, ist, dass man nicht allein gelassen wird. Also egal, wer es jetzt ist oder was es ist, es wird einem sofort geholfen. Es ist immer jemand da, der für einen zuständig ist oder der für die Sache zuständig ist. Ich habe nie unfreundliche Worte erlebt, wenn ich bei jemandem angerufen habe und auch mit unmöglichen Dingen gekommen bin, wurde nicht gesagt, das ist aber jetzt sehr unmöglich, Frau Kirchner, sondern ich habe gute Erfahrungen gemacht mit den Leuten, die mir jetzt geholfen haben, von Leipzig nach Bonn zu übersiedeln. So ging es Frau Kirchner auch in der ersten Anlaufstelle der Personalabteilung, die den Einstieg schnell und unkompliziert managte. Weitere umfangreiche Unterstützung bietet die Universität Bonn mit verschiedenen Serviceeinrichtungen wie dem Familienbüro an. Hier werden bei Bedarf individuelle und vertrauliche Beratungen zum Thema Mutterschutz, Kinderbetreuung oder auch bezüglich Pflege von Angehörigen angeboten. Der Dual Career Service der Universität Bonn richtet sich an die Partnerinnen und Partner von neu berufenen Professoren, die ihre berufliche Karriere in Bonn ebenfalls neu beginnen wollen. Dabei kooperiert die Universität mit externen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Wenn alle angekommen sind und der ein oder andere Karton ausgepackt ist, lädt die Universität Bonn traditionell zum neuberufenen Empfang. Ein entspannter Start für die neuen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich bin als Professorin angekommen und beschäftige mich mit den Sachen, mit denen ich mich beschäftigen sollte, nämlich der Lehre und auch der Forschung. Wir haben schon Rechner gekauft, zwar noch nicht alle, die wir brauchen, aber einen kleinen Cluster haben wir, auf dem rechnen wir schon und auf dem haben wir schon neue Sachen entwickelt.